Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Microsoft Train Fever. Wir sind immer noch in der Kategorie Berlin Subway unterwegs, da wir ja noch nicht alle Züge jetzt ausgetestet haben. Deswegen nehmen wir jetzt Zug 97.1, den Großraumwagen von der H-Serie. Wir sagen als Ziel Osloer Straße direkt an, da werden wir auch hinfahren. So, starten wir gleich direkt durch, dass wir das auch haben. So, jetzt wird er uns übersetzen, genau. So, Programmierung für den... Wir fahren von Wittenau aus, wenn wir jetzt wegfahren. Das sehe ich gerade im Handbuch, was ich neben mir offen zu liegen habe. Die 800 ist die magische Zahl für das Einprogrammieren. Das werden wir auch machen. So, Baureihe H, Steuerwagen. Und dann geht es jetzt von... Depot... Linie 8 wollen wir. So, genau. Von Hermannstraße ab bis Osloer Straße. Ich glaube, da bin ich ein bisschen, glaube ich, sogar falsch unterwegs, oder? Osloer Straße Richtung Leinestraße, das ist ein Kurzstückel. Alexanderplatz, Wittenau, Bodinstraße. Schauen wir mal, wo das hinführt. Bodinstraße. Das ist Bernauer Straße, oder? Ne, Bodinstraße ist kurz vorm Ende, okay. Ach, heiliger Himmel und was weiß ich nicht was. Da, Osloer Straße, wunderbar. Depot Wittenau Richtung Osloer Straße. Dauer eine Stunde, glaube ich, jetzt zwar nicht unbedingt, aber gut. So, schwer, Pendelzug von Wittenau wegen Bauarbeiten. Ja, gut. Dann fahren wir doch einfach mal los zum Thema. Müssen wir halt eben auf die Signalgebung achten. Ich weiß jetzt nur nicht halt eben, wenn jetzt Signale ausgefallen sein sollten oder so, wie man da jetzt in dem Fall agiert, muss ich da dann einfach stehen bleiben oder wie schaut das da aus? Das ist jetzt natürlich die goldene Frage der ganzen Geschichte, wir werden das sehen. Dann noch. So. Pendelzug von Wittenau Richtung Osloer Straße, jawohl. Haben wir eh oben eingeschildert. So. 14.07 ist die Abfahrt, da können wir uns jetzt nochmal optisch so ein bisschen einrichten, halt eben im Zug. Dass wir alles schön im Blickfeld haben, so, genau. Werden wir vorne auch machen, so, genau. Numpad ist dann vom Wittenau aus die 800, haben wir gesagt. Code angenommen. Ansagegerät programmiert. Dieser Zug. Veneta-Straße. Übergang zur Straßenbahn und zum Bus. Bitte Code eingeben. Code angenommen. Dieser Zug. Jetzt müsste passen. Rathaus Reinickendorf. Übergang zum Bus. So, jetzt aber. Wittenau. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. So, dadurch, dass wir jetzt ja nicht so extrem verfrüht weggefahren sind, sollte es eigentlich funktionieren in dem Fall. So, jetzt aber in die Richtung. Wir müssen da hoch. Es heißt... Rathaus Reinickendorf. Jetzt stimmt das. Übergang zum Bus. So. Ausstieg links. Ja, damit sind wir jetzt auf der U8 unterwegs, halt eben in diesen schönen Großraumwagen der modernen Serie H. Wie gesagt, schön authentisch gemacht, halt eben. Also ein jeder, der Berlin in letzter Zeit besucht hat oder schon seit einigen Jahren dort lebt oder auch der allgemein dort lebt halt eben, wird diese Züge kennen, denn ich glaube, da ist ja jeder schon mitgefahren. So, 55 ist die Spitze, macht ja nichts. So, der Bahnsteig sollte jetzt gleich kommen. So, wir rollen noch ein Stück weit vor, damit hinten der Zug natürlich dann auch richtig im Bahnsteig drin steht. Ich möchte jetzt nicht da fehlerhaft drin stehen dann. Das ist dann auch nicht schön. Zug nach Osloer Straße. Einsteigen bitte.
Dann könnt ihr jetzt auch die Ansicht so zeigen, geht natürlich auch. So. Wie gesagt, der Bahnsteig hier ist extrem schön. Also wenn man sich die Architektur hier unten dann anschaut mit den Leuchten und allem drum und dran. Aber die U8 ist generell architektonisch zurückbleiben, bitte. Sehr schön gestaltet worden, muss man sagen. Also die Bahnsteige sind wirklich nach dem während der großen Erweiterung der U-Bahn-Strecken gebaut worden. Man muss dazu sagen, architektonisch haben sie sich ja wirklich da extrem übertroffen. Denn wenn man die Strecke kennt und ja auch schon gefahren, ist halt eben architektonisch sind da wirklich schöne Perlen mit dabei, halt eben unter der Stationsarchitektur, die da nun auf der U8, auf der Linie U8 vorliegt. Also von daher. Karl Bonhoeffer Nervenklinik. Übergang zur S-Bahn und zum Bus. Ausstieg links. Ja, wenn da steht Fehler, ist jetzt natürlich die goldene Frage, was machen wir dagegen? Ich würde jetzt bis zum Signal mal vorsichtig einfach vorfahren und würde eventuell schauen, dass ich gucken kann, ob ich da nicht eventuell, aber auch nur eventuell, in dem Punkt irgendwann sehe, ob ich da weiterkomme, weil meine magisch goldene Frage ist ja wirklich die halt, woran sehe ich jetzt... In dem Fall darf ich weiter, darf ich nicht. Wenn er jetzt eine anzeigt 0-0 halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, da werden wir mal schauen, dass wir da irgendwie günstig vorankommen. Aber ist, ja, die goldene Frage ist, kommen wir da günstig voran? Das ist natürlich die andere Frage. Da steht Fehler halt eben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob vor mir jemand in der Station drin steht oder ob da irgendwas blockiert ist oder sonst irgendwas. Das wissen wir ja dadurch genau alles nicht. Deswegen fahre ich jetzt im vorsichtigen Schleichtempo da so langsam mal Richtung Signal ran. So, hier bleibe ich jetzt stehen, denn weiter fahre ich nicht. Ich möchte nicht... Achso, ich würde dann auf der falschen Steigseite reinkommen. Gut, da müssen wir natürlich schauen, dass wir die Weiche umstellen. Wenn das geht. Nein, das geht nicht. Gut, ich habe es versucht. Die Frage ist jetzt natürlich mit dem Fehler, wird das jetzt nur behoben? Passiert da irgendwas? Oder... Das ist natürlich dann die Frage. Wie geht das ganze Spiel dann weiter? Das ist jetzt natürlich die nächst goldene Frage. Ich kann ja mal kurz mal im Handbüchel ein bisschen rumblättern und mal gucken, ob sich da jetzt was tut. So, Hinweise zu den Aufgaben. Mittels Tabu. Erlaubnis erteilt. Okay, also wir haben jetzt mit der Tabulator-Taste kann man jetzt in dem Fall die Erlaubnis erfragen, ob man da jetzt einfach drüber fahren darf. Und das habe ich jetzt mal spontan gemacht, weil, ja, dadurch, dass jetzt halt eben natürlich das Signal deaktiviert ist, in dem Fall, und wir da nicht einfach drüber donnern dürfen. So, dann können wir jetzt nämlich ohne Bedenken da jetzt in die Station reinfahren. Also reinfahren. So. Aber da ganz vorsichtig rein. Aufgrund jetzt vom Baustellenverkehr ist das ganze Spiel natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt, ist ganz klar. Aber das macht jetzt insoweit auch nichts, sage ich jetzt mal. Ich finde das jetzt nicht so drastisch. Wie gesagt, architektonisch sind diese Stationen alle ein Schmuckstück. Also da gibt es wirklich nichts. Allein Paracelsusbad ist ja bautechnisch wirklich schön gemacht worden. Wunderbar, wir stehen perfekt. Zug nach Osloer Straße. Einsteigen. Wie gesagt, bitte. Das ist bei dem Add-on schön realistisch gemacht. Es macht auch recht Spaß, dann zu fahren, weil man dann in dem Fall jetzt doch recht gut dazu zu Rande kommt. Wie gesagt, für alle, die das Add-on jetzt zurückbleiben, bitte. Für alle, die dieses Add-on jetzt gebraucht über Medimobs und Co. oder im anderen Verkauf halt eben gebraucht ergattert haben, da möchte ich nochmal zu Hinweis gemahnen, ohne Handbuch. Kann man nur gucken, dass man vielleicht online eventuell eine PDF-Datei findet, die einem da so ein bisschen weiterhilft. Aber die Wahrscheinlichkeit... Lindauer Allee. Übergang zum Bus.
die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, ist doch recht gering und deswegen sollte man schauen, dass man sich irgendwo dann eine Spielanleitung holt, halt eben wo die ganze Infos drin stehen. Dann muss man doch recht viel beachten hier bei dem Addon. Ausstieg rechts. So. So, wir rollen jetzt mal bis da vorne und dann ziehe ich letzten Endes sanft den Bremshebel, dass wir so langsam zum Stehen kommen. So. Zug nach Osloer Straße. Einsteigen bitte. Ja, unten sind wir jetzt weiß, weil wir jetzt eigentlich ja in der Wandstruktur drin sind, aber ich finde das jetzt nicht so drastisch, sage ich jetzt mal. Die F8 können wir wegmachen, weil die Weichenstellung können wir hier jetzt im Spiel sowieso nicht beeinflussen. Macht aber auch nichts. Zurückbleiben, bitte. Okay, um fortzufahren. So, dann geht's auch schon direkt weiter. Richtung Paracelsusbad. Da kommt jetzt ein Tempolimit-Schild. Okay, 50 ist jetzt hier vorgeschrieben. Das werden wir auch einhalten. Paracelsusbad. Übergang zum Bus. Also wie gesagt, in puncto Detailverliebtheit, wer das mag und wer es braucht, ich bin ganz ehrlich zum Thema. Ich finde das Addon echt spitze, mir gefällt es total. Man kann sich eigentlich für einen guten, günstigen Preis, wenn man jetzt ehrlich ist, was kostet der Microsoft Train Simulator jetzt mittlerweile noch im Geschäft? Eigentlich fast gar nichts mehr. Und Ausstieg rechts. In dem Fall, wie gesagt, wenn man dann das Addon irgendwo noch ergattert bekommt, sei es im An- und Verkauf, sei es auf Amazon oder eBay eventuell, man kriegt ein vollwertiges Systemprogramm, das astrein läuft, also. Zug nach Osloer Straße. Einsteigen bitte. Man kann sich da nicht wirklich beschweren. Er macht auf beiden Seiten die Türen immer auf, ist ganz klar. Zurückbleiben, bitte. So, dann geht's auch schon indirekt weiter. Gibt übrigens vom Eisenbahnkurier eine wunderschöne DVD, halt eben die Kellerbahn im Wandel der Zeit. Hinweis, ein Fies ohne Zahl bedeutet eine Geschwindigkeit von 25. Bis Osloer Straße maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Na gut. Ist ja kein Problem, können wir machen. So. Gut, dann werden wir bei dem bleiben. Aber ich glaube, dass wir jetzt relativ bald auf die 25 hinkommen. Natürlich ist jetzt die Gold. Aber wir sind schon auf 25 runter, ja gut. So. Ich werde diese 25 einhalten, solange sie mir geboten werden. Residenzstraße. Übergang zum Bus. Ausstieg rechts. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt hier entspannt unsere 25 durch den Tunnel halt eben durch. Der aber auch wieder grafisch, muss man sagen, schön gemacht. Man sieht direkt die Stahlträgerstützen in der Mitte halt, die jetzt da wirklich die ganze Deckenkonstruktion halt eben oben schön abfangen und unten halt eben mit einem Betonfundament versehen sind, halt eben die auch gleich räumlich, was natürlich auch gleich räumlich dann halt eben die beiden Gleisstränge voneinander abtrennt. Das ist schon sehr schön gemacht, also. So, wir haben jetzt wieder 50 Erlaubnis, das werden wir auch machen. Vorankommen. Ich meine, zeitlich werden wir jetzt da wirklich nicht mehr auf unsere Topspeed-Leistung wie vorher, wenn wir nicht mehr kommen, das ist ganz klar. Aber es ist wurscht. Es ist völlig egal. Es geht ja um das Fahrfeeling und von daher. Aber es ist schön realistisch bezogen halt eben, weil im Falle, wenn wirklich mal eine Baustelle auf der Strecke zum Beispiel im realen Leben ist, ist das nicht wirklich anders. So, dann kommen wir auch schon rein in die Residenzstraße.
vor Ort. Wie stehen so? Zug nach Osloer Straße. Einsteigen bitte. So, wir stehen ordentlich drin. Dann geht's auch gleich direkt dann weiter. Zurückbleiben bitte. Okay, und ab da vorne haben wir schon unsere berühmten 25 stehen, die werden wir auch brav einhalten. Neumannplatz. Übergang zum Bus. So, dadurch, dass wir hier nun in Richtung Osloer Straße fahren, halt eben, ist es auch nicht mehr lang bis zu unserem Fahrziel. Also, das ist alles machbar. Wir müssen uns halt eben jetzt schön brav immer an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, die wir natürlich im Baustellenbereich da jetzt so haben. Ja, nach dem Franz Neumann Platz oder ja, kommt eh schon direkt danach die Osloer Straße gleich direkt. So, dann kommen wir jetzt langsam in die Kurve hin. So schleichen wir uns dann langsam in diesen Bahnhof hinein. Der wirklich architektonisch ein Traum ist. Also wir sehen es hier ganz gut, der ist wirklich schön. Also da gibt es ja wirklich nichts mehr dazu sagen. Also der ist ja wirklich schön gestaltet. Oh, viel zu weit. Zurück. Da bin ich jetzt total pingelig, da fahren wir ein kleines Stück zurück. So. Wunderbar, schön haben wir gehalten. So. Zug nach Osloer Straße. Einsteigen bitte. Da sind wir jetzt eh gleich. So. Zurückbleiben bitte. So, dann geht's für uns auch dann direkt sporadisch weiter. Da vorne müssen wir jetzt aber aufpassen, da kommt jetzt nicht gleich eine Weiche. So. Steht auch schon ein Zug bereit. So. Osloer Straße. Übergang zur U-Bahn-Linie U9, zur Straßenbahn und zum Bus. Ausstieg links. So, dann kommen wir da langsam rein. Der ist auch sehr schön gestaltet, der Bahnhof mit den Norwegen-Flaggen dazu. Ja, passend zur Stadt Oslo ist ganz klar. Aber wirklich, der ist auch schön gestaltet. Also, da gibt's nichts. Was? Oh, gut, wir sind aber eher an der Endstation angekommen. Also macht das eigentlich jetzt in dem Sinne auch nicht mehr wirklich was her. Denn
Hier wäre sowieso Schluss gewesen, aber genau um einen Millimeter überfahren hat eben, wo ich gerade perfekt halten wollte. Also wir sehen immer halt eben, mit dem Vollzug ist das nicht immer ganz so leicht, da empfiehlt sich dann doch im Spiel, entscheidet man sich lieber für einen 6-Wagen-Zug oder man hält vorher statt genau perfekt am Gleissteig, das haben wir jetzt gerade gesehen. Gut, was soll's, mein Gott, es gibt Schlimmes. Sag mal, okay, dann kriegen wir noch die Aufgabenbewertung noch zu Gesicht. Ja, das war jetzt unsere Fahrt mit der Baureihe HK 97. Oder H97, so. Wie gesagt, ein schönes Ding halt eben. Ja gut, sie haben 5 Bahnhöfe zu spät erreicht. Ist klar, Bedienungsfehler, Gesamtverspätung zu 3 Minuten, blablabla. Sie haben einmal einen Bahnhof nicht gehalten, das war jetzt das letzte Ding. Zweimal für die Dauer von 13 Sekunden überschritten. Also die Geschwindigkeit macht aber auch nichts. Ja, das war's jetzt für die Episode. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Ich hoffe natürlich, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das Video gefallen hat, Like drunter setzen, Kommentar schreiben für Kritik und Lob. Oder halt eben für Anregungen, kann man auch machen. Abonnieren, nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Microsoft Train Simulator hier auf Kai's Retro Games. Also, bis dann!